meine Freunde, willkommen zurück in Void Train. Ich habe mich jetzt ein bisschen ausgestattet. Letztes haben wir die Waffe umgebaut. Jetzt stehen wir wieder bei so einer Insel, so einer Arena-Kampf-Insel, etwas Ding da mit dieser komischen laufenden Blumen da. Wir haben jetzt da das Explosiv. Ist die tot? Cool. Das Explosivteil mit. Wir haben über 70 Schuss. Wir haben zweimal Verbände. Die sind auf Q sogar anwendbar, sehe ich gerade. Wir haben ein Schild. Oh, wir haben noch so ein Teil mit. Können wir weggeben. Tschuck. Mach das mal weg. Ach, so. Und somit steht es jetzt das soweit an, dass wir jetzt da reingehen mit Firepower. Allem, was uns bis jetzt zur Verfügung steht. Ich denke nicht, dass ich was auslassen habe. Aber in der Zwischenzeit gefarmt, hier die Kisten upgrade auf größere, da habe ich jetzt mal alles abgelegt, was ich gerade brauche, die gehört noch ersetzt. Nachher dann erforschen wir die Workbench 2, wir haben die zwei Bahnsorten, haben wir schon, Holz, zwei Schrauben, das kriegen wir dann hin. Und dann schauen wir mal, ob es da überhaupt noch weitergeht oder ob wir dann die Workbench 2 brauchen, vielleicht können wir die dann abreißen. Dann brauchen wir die nicht mehr. Aber jetzt geht's mal in den Kampf. Bin schon gespannt, diesmal schaue ich möglichst lange zu überleben. Scheiße. Ich überlege gerade, hätte ich noch eine Eisenbahn mit, könnte ich mir so einen Brustpanzer noch mitnehmen. Der haltet ja urviel, da liegt meine halb zerlegte Waffe. Scheiße. Eine Eisenbahn kriege ich jetzt nichts irgendwo her auf die Schnelle, oder? Okay, dann hätte ich mich doch noch besser ausstatten können. Ich hätte noch einen Brustpanzer mitnehmen können. Ich überlege gerade, kann ich irgendwas kaputt machen, damit ich eine Eisenbahn rauskriege? Könnte ich nichts Großes, aber das zahlt sich dann im Endeffekt jetzt auch nicht wirklich aus, dass ich das jetzt deswegen irgendwas ruiniere. Gut, nee, muss so auch gehen. Die ersten Wellen gehen eh mit die kleinen. Nehmen wir mal da. Schön. Finden wir da hinten noch irgendwas, was ich schnell brauchen kann? Nee. So, gehen wir mal die Blume da. Hallo Blume. Das muss doch wehtun, wenn der da mit halber Schallgeschwindigkeit mit dem davon fliegt. Aber das Viech sah voll cool aus. Wie der komische Professor-Typ bei Futurama. Ja, ja, verpiss dich. So, Interact. Wir haben auch genug Platz. Es wäre cool, wenn ich verstehen würde, wie viel Waves es überhaupt gibt. Außerdem steht da, wenn ich sterbe, ist alles, was ich akkumuliert habe, also alles, was ich gefarmt habe an Rewards, weg. Was ist mit dem Zeug, was ich mit hatte? Normal, wenn ich sterbe, verliere ich ja auch Waffen und sowas. Das glaube ich nicht. Hm. Gut, würde ich mal sagen. Wir starten. Steppert, Alter. Wir sind bei 3 Minuten 20 beim Part und sind schon in der Kampfarena. Ich meine, da wird sich jetzt jeder denken, ja super, du hättest auf die Aufnahme mit anfangen können. Nein, aber trotzdem, ich meine, es geht recht zügig und schnell jetzt gerade dahin. Dann wieder ein Cut, bis wir wieder bei was Sinnvollen sind. Und dann in die Station, dann schauen wir, was wir umbauen können. Soweit sollte das jetzt mal funktionieren. Also, schauen wir mal, wie lange der Kampf dauert. Gehen wir rein. Und, warte mal, ich muss uns anstecken da. Vergesst immer meine Sachen zu laden, wenn ich eh schon neben dem Kabel sitze. So, fight! Ja? Fight ich? Ja, ich fight. Jetzt alles runtergehauen vom Himmel, sehr schön. Haben wir auch ein bisschen upgraded. Wave 1 vorbei, oder? Achso, nein. Nachladen hätte ich auch gleich können vorher schon. Wave 1 complete. Intact. For the moment. Gut. Also Wave 1 geht mal easy going. Haben wir schon mal. So.
F2. Ich fange mal hier an. Zumindest glaube ich, das spawnen. Ich will gleich nachladen, wenn ich Zeit habe. Schon tot, sehr gut. Ah! Wie ist denn der so schnell herkommen? Boah! Das hat mich jetzt bisteppert. Das hat mich gerissen. Passt! Weiter geht's! Hä? Los, mach! Wolf 2 auch noch nix Problemo. Hat mich jetzt erwischt. Ach, bah, leck, Arsch. Wir haben ein bisschen Flugzeit, da muss ich schauen. Mit der Waffe muss ich noch ein bisschen treffen lernen. Okay, da habe ich noch ein bisschen Übung vor mir. Bleiben wir mal bei denen, dabei geht es ja noch. Da muss ich es rumkalten, dass sie mir nachrennen. Wäre sowieso wahrscheinlich der bessere Weg. So, Enemy Count, Enemy Damage, Enemy Health. Haben wir noch einiges an Life. Was ist mit der Kreatur da oben? So, jetzt werden wir es mal kiten. Nicht. Für spätere Wellen gut geeignet. Ich meine, für jetzige auch, aber hätte ich mir schon noch ein bisschen. Das hätte ich schon besser hinkriegen können. Noch. Ah, jetzt gibt es eine Kiste. Oh, war gleich darauf. Dann bleiben wir da, nicht, dass die woanders spawnen. Ja, genau. Ah! Also das seitliche Strafen ist viel zu wenig in dem Spiel. Wollen wir mal? Hängen wäre natürlich super. Ich habe keine Ahnung, was sie da machen, wieso sie nicht herkommen, aber ich werde mich jetzt nicht beschweren drüber. Komm schon. Ah, jetzt. So. Die werden also doch im Kreis rumkommen, das wäre. Suboptimal für mich gewesen. So, live schaut noch gut aus.
Ist der durchgeladen? Ja. F ist Nahkampf. Something wächst. Ja, lauf, 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 lauf. Ich hab fix von hinten auch irgendwann. Mich wird's wieder voll reißen. Aber je mehr sie sich aufteilen, desto weniger Schwierigkeiten habe ich auch mit alle auf einmal, mit Ausweichen. Toll, jetzt habe ich den anderen drauf. So, wo seid ihr jetzt alle? Ach Gott. Treff ihn nicht. Der ist so deppert versteckt, das geht sich manchmal nicht aus. Ding mal, da ist der fix da oben auch noch einer. Da hat sich irgendwas mit dem Kollisionsmodell. Glaube ich einmal. Live. Oder gehen schon noch ein paar Wellen. Ich muss mit der Waffe, werde ich jetzt gleich am Anfang auf die loslegen, wenn sie spawnen gerade. Gleich mal welche wegsterben, wenn sie aus dem Boden krallen. Ich finde die Stelle da cool. Ich bin aber sicher, wenn die so schön rumbacken, da gibt es noch eine bessere Stelle, wo die vielleicht gar nicht hinkommen. Es wäre mal interessant, ob es so eine Stelle gibt. Ja, bleib jetzt da, komm. Das ist so ein Scheiß, er trifft mich, ich ihn nicht. Wave 7 complete. So, jetzt wäre es mal interessant. Komme ich eigentlich irgendwie da rauf auf das Ding von da oben? Eigentlich kann ich da, könnte ich mir die ganze Landschaft dazu nutze machen, aber irgendwie. Darüber komme ich glaube ich nicht, aber ich kann so. Der Baum da ist auch nicht optimal.
Nein, ist es nicht. Na gut. Könnte jetzt die letzte Welle werden. Schauen wir mal, was sich dann noch ergibt dann. Ballern. Ah! Ah je. Jetzt kommt es von allen Seiten. Jetzt kommt es von überall. Ah! Bisschen rumkiten. Na, hängt sie jetzt alle wo fest oder was ist mit euch? Ah, da. Vielleicht wenn ich wegrenne, kommt es mir nicht nach. Das bietet sich aber jetzt an, oder? Bringt so nix. Anscheinend verlieren die irgendwie Agro, wenn ich zu weit weg gehe oder sind, weil sie irgendwo hängen bleiben, wenn ich dann weit weg bin, verlieren sie Agro. Ich meine, das ist auch nicht schlecht. Dann kriegen wir noch viele Wellen hin. Oder sie verlieren nicht Agro und die Wegfindung ist einfach mies. Deppert. Naja, jetzt habe ich mich sogar mehr keilt als verloren. Werden wir wieder rumrennen. Werden aber gleich am Anfang jetzt wieder unsere letzte Muni raushauen. Wenn ich bei der 10. Welle aufhören sollte, wenn ich die jetzt schaffe. Also die können Ecken nicht leiden, das habe ich jetzt schon mal festgestellt. Finde ich aber auch schon mal gut. Wow, da kommen die ja daher. Nein. Na, ah, noch welche. Ah!
sonst werden wir es wieder. Oh. Geht nicht. Geht auch nicht. Oh oh. Ganz mies! Ganz mies! Sprint! Wäre es ziemlich interessant, in welche Richtung ich jetzt am besten flüchten kann. Kannst du nachladen, sehr schön. Aber jetzt habe ich überall Gegner, jetzt wird's scheiße. Ah! Fuck! Fuck! Können die bergauf schießen? Ja! Können sie! Scheiße! Warte! Blödes Viech! Scheiße, der nimmt, der hat die jetzt genommen. Ach, das ist doch beschissen! Jetzt lebst du Havara noch immer! Dass ich alles rein kann. Nein, die nächste Welle wird dann werden wir nicht mehr machen, sofern wir die überhaupt überleben hier. Da habe ich beide Heildinge auch reingehaut. Steht doch irgendwo einer. Ganz nahe. Ja, da. Dass sich die Bombenbelohnung bei der 10. rauschaut, was wahrscheinlich so sein wird. Was das? Hey Leute, aber ich glaube, das packe ich nicht. Live sind zwar nicht so weit runtergegangen. Ach, scheiß drauf, probieren wir es, ist ja egal. Das ist jetzt fix die letzte Welle. Das kann ich euch garantieren. Und der rückwärts? Ich wollte gerade sagen, jetzt muss ich weg! Steppert. Wir haben jetzt ein gutes Ziel schon langsam. Aber wie viel Life haben die jetzt schon? Viel zu viel! Was er mich mit denen spielen will. Aber das Schöne ist, ich glaube, die können nicht runter. Oh, hüpfen. Und jetzt wird's geschissen. Wo geht's denn da hin? Hallo. Da war ich hier schon mal, ja. Einzelne sind kein Problem.
Ah, da kommt noch einer. Ich glaube, der hat mal wirklich seinen Panzer her. Wäre sonst irgendwie blöd, wenn er so rumrennt. Wenn er weiß, wo ich stehe und dann rennt er so auf mich zu. So, jetzt wenn wir da irgendwo so. Das ist wieder das Blöde, jetzt wenn sie jetzt hängen bleiben, die Havara irgendwo, dann stehen sie jetzt nämlich da hinter mir irgendwo. Da irgendwo drin, die Tunnel oder so. Setze Deppen. Gehen wieder. Kein Bock mehr. Ja, ich habe auch keinen Bock auf euch. Verpisst euch. War jetzt aber erneut euch knapp. Da waren vor ur viele. Ich denke, mit ein bisschen Übung kann man die recht lang, recht weit kiten. Ich habe keine Füße. Zur letzte. Schauen wir mal. Live-mäßig schaut es jetzt ja wieder besser aus, weil bis die Typen jetzt irgendwo daherkommen, dauert es eh wieder ewig und drei Tage. Nein, mir fehlt einer. So, wo habe ich dich verloren? Bleib einfach stehen, kein Problem. Komm schon, letzter. Ja! So Leute, 10 Waves. Ich wette, mit dem passiert irgendwas, wenn ich dann noch mehr Waves pack, aber... Ne, geht nicht mehr. Leute, geht nicht mehr, take rewards. Bist du fertig? Das hat aber schon was geschaut. Das ist nur die Frage. Kann ich überhaupt das ganze Zeug mitnehmen? Es ist nämlich schön, wenn es mal viele Rewards geben, aber... Ja! Haha! Ihr Gescheiden! Oder gibt es da irgendwo einen Altar? Das werde ich noch schauen. Das kann ja dann ernst sein, oder? Dass man die da zwei Kisten geben und ich bringe die, aber ich kann mit die nichts machen da.
So, ich brauche für mehr Wavestones ist es mehr schwere Sachen tragen teilen. Ja, es hilft leider nichts, ich kann hier nichts machen damit. Na, gehen wir nach Hause. Boah, das war jetzt heavy. Ich glaube, mit dem Part wird es mit nichts anders. Ja, geh weg, du. Ich glaube, mit dem Part wird es mit nichts anders mehr was. Aber ich werde das versuchen. Ich habe ja. Letztes Mal, wie ich da wieder hingegangen bin, bin ich in der gleichen Arena wieder drin. Also. Ich kann den kein zweites Mal starten. Vielleicht liegt der Loot dort noch rum. Das wäre natürlich sehr, sehr nett von dem Entwickler. Weil da muss ich nicht immer so drauf sauen, ob ich genug Platz frei habe für alles. Hallo. Ja, lass mich aus. Ja, danke Entwickler, somit macht das auch Sinn. Na, bist du fertig? Da habe ich jetzt also schon ordentlich Resources angesammelt. Kann ich in meinem Inventar schauen? Ein bisschen. Da gibt es wieder Muni. Gegen die anderen Typen. Auf jeden Fall. Zähle ich jetzt irgendwo daher. So. Gut. Das Positive an der ganzen Geschichte ist, ich habe jetzt mehr als genug Eisenbahn. Zumindest mal eine Weile. Und kann hier mal eine Weile jetzt rumcraften. Ich glaube fast, da brauchen wir so ein Kohlestück, dass ich da nicht ganz deppert wird. So, was brauche ich da dafür? Zweimal mehr Giftgemisch. Bolz rein. Könnte man eigentlich öfter rein haben. Brauche ich nachher auch zwei. Verharzt das Zeug, komm. Gut, während das alles sich da jetzt macht, bin ich eigentlich so weit, dass man denkt, bin fertig. Jetzt hier brauche ich noch. Könnte ich eigentlich das erforschen auch. Das geht noch rein in den Part. Darf ich weitermachen? Die auch mit, so. Und BAM! Die zwei Sachen erforsche ich dann auch noch schnell. Aber das mache ich auf Video. So, was kann man mit dem Ding jetzt? Man, noch nichts. Was brauche ich für die Workbench 2? Man Container am Workbench 2 hier. 4-4 ist eigentlich. Ey, ich brauche immer das gleiche für das Scheiß wieder wie fürs Erforschen dann. Wunderbar, echt. Die Frage ist noch, wo stelle ich die hin? Jetzt neben die da ist halt. Nee, ist kein Platz mehr dafür. Stelle ich die 2 Workbench da her? Die Kisten wieder wegnehmen, muss ich die Kiste wieder abreißen. Oh Gott!
Es wäre interessant, ob ich die 1 am Workbench nachher noch brauche. Dazu werde ich aber das zuerst erforschen. Und dann kann man mal weiterschauen. Gut, mach ich auf Video. Leute, danke fürs Zuschauen. Es hat mich voll gefreut, dass da seid. Mir hat die Runde auch voll gefallen. Ich hätte nicht gedacht, dass das so lange dauert, was ich da jetzt fabriziert habe. Ja. Hätte ich nicht gehabt, dass wir so lange kämpfen, aber ja, war so, war eine schöne Runde. Ihr habt die Belohnung von der Wave 10 gesehen beim nächsten Mal. Ich nehme die Arenen jetzt natürlich nicht jedes Mal auf, weil das, außer es ist was super toll, spannendes, urlauberndes, ultra imba, mega uber Ding. Aber zum Beispiel, wenn wir mal einen Try machen mit 15 Waves. Aber das wird sich noch ein bisschen zahlen, dafür brauchen wir mal einiges an Resources mehr. Müssen wir mal gescheit Gas geben. Ist der auch fertig? Dann wäre noch interessant. Aha. Ein Soen, den habe ich sogar. Was brauche ich da noch? Eins habe ich, also zwei solche, zweimal die Kupferding und dreimal den Draht. So. Zweimal das Ding. Zack. Okay. Na, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Abo, Like, Comment nicht vergessen. Haut's rein, bleibt's dabei. Spannende Spiele. Incoming Icarus Valheim Update. New World. Tormented Souls, den ich mir gerne anschauen. Und. Also, wir haben genug zu tun. Bis zum nächsten Mal und ciao.